So, ihr Lieben, es ist wieder Sonntag. Zeit zum Sonneln. Ich bin diesmal wieder auf dem Acker von letztem Video, von dem sogenannten Wehrmachtsacker, wo wir die ganzen 10 Pfennig und die 50 Pfennig gefunden haben. Letztes Mal musste ich leider abbrechen wegen dem starken Regen. Heute regnet es zwar nicht, dafür hat es die ganze Woche geregnet. Der Boden ist dementsprechend ja, sehr aufgeweicht. Aber mal gucken, was da so kommt. Ob noch was kommt. Es war schon eine ganze Menge letztes Mal. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Fund. So, das sieht mir nach dem ersten Fund aus. Zumindest ist es rund. Mal schauen. Das ist auf jeden Fall eine grüne Patina. Sieht mir nach einer Münze aus, ist aber wie leider alle Funde oder die meisten Funde auf diesem Acker hier sehr runter. Mal schauen, ich zeige es euch, wenn es sauber ist. Es kann sein, dass wir heute den Acker einmal wechseln. Hier gegenüber ist noch eine Stelle frei, habe ich gesehen, die ist auch noch nicht verarbeitet. Das heißt, das ist auch nicht ganz so schlammig. Wir schauen mal, bis zum nächsten Fund. Ja, vielleicht sieht man schon, oder ganz sicher seht ihr das sogar. Ich dachte erst, es ist ein Kreuz, aber ich glaube, das ist was anderes. Tja, vielleicht für einen Beschlag ist es eigentlich zu dick. Müsste man mal schauen, wenn es sauber ist. Es ist auf jeden Fall verziert. Tja, mal schauen. Interessant. Bis zum nächsten Fund. Ja, Freunde, es scheint da weiterzugehen, wo es letztes Mal aufgehört hat. Das sieht mir doch schwer nach 10 Pfennig drittes Reich aus. Ja. Das wird's wohl sein. Haben wir letztes Mal doch nicht alles erwischt. Das ist auch schwer möglich, denke ich. Okay, ich zeig's euch, wenn es sauber ist. Bis zum nächsten Fund. So, da sind wir wieder. Das war jetzt wirklich lange gar nichts. Ich habe die Stelle mal verlassen, wo wir die ganzen Pfennige und 50 Pfennige gefunden haben. Bin jetzt mal weiter den Acker entlang gelaufen. Da kam wirklich lange nichts. Jetzt kam wieder was. Ich habe auch nur mit dem Pinpointer so ein bisschen die Erde zur Seite geschoben. Und da sieht man auf jeden Fall was Rundes, Grünes. Wir wollen mal gucken. Ich hoffe, das ist etwas, aber das könnte ein... Ne, es ist kein Knopf. Es ist eine Münze, sieht mir nach Kaiserreich aus auf den ersten Blick. Könnten zwei Pfennig Kaiserreich sein, ja. Kann man jetzt noch schwer erkennen. Aber der Adler, den kann man schon deutlich sehen. Ja, klasse. Hat sich doch gelohnt. Ich hoffe, es kommt noch etwas. Bis zum nächsten Fund. So, tatsächlich gar nicht weit weg von der Münze von eben. Habe ich sehr tief gegraben. Also man sieht den Pinpointer hier, der guckt also praktisch nicht mehr aus dem Loch raus. Und da ist gerade was Rundes aus der Wand hier gebrochen. Das sieht gut aus. Könnte tatsächlich eine Münze sein. Ich glaube, es ist kein Knopf. Es ist aber auch wieder sehr abgenutzt, sehr, sehr blank. Muss ich zu Hause mal reinigen und euch dann zeigen. Aber sehr schön, auf jeden Fall auch groß. So wie so ein 2-Euro-Stück, würde ich sagen. Dann bis zum nächsten Fund. So, da sind wir wieder. Auch nicht allzu weit weg von der letzten großen Münze. Gerade hier im Aushub das nächste gefunden.
Sieht allerdings beschädigt aus. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es zusammengefaltet ist oder ob tatsächlich eine Kante fehlt. Aber es sieht eher so aus, als würde eine Ecke fehlen. Ja. Okay, keine Ahnung, was es ist. Es ist wieder schlecht erhalten. Ich werde sauber machen und euch zeigen. Bis zum nächsten Fund. So, es ist zwar ansatzweise rund, aber ich würde mal sagen, diesmal keine Münze. Dennoch finde ich, es sieht interessant aus. Es könnte, glaube ich, es könnte vielleicht ein Ring sein, der so eingedrückt ist. Ich versuche mal die Erde dazu entfernen. Ist allerdings ganz schön hartnäckig. Ja, das ist ein Ring. Da ist er gebrochen. Ich zeige euch das mal, wenn es gereinigt ist. Ich will jetzt auch nicht so viel drauf rumdrücken. Aber könnte interessant sein. Ich glaube, hier sieht man sogar Einschlüsse für Steine. Ja, cool. Sehr interessant. Ich zeige es euch, wenn es sauber ist. Bis zum nächsten Fund. Ja, das ist mir tatsächlich auch schon lange nicht mehr passiert. Hier hatte ich ein super Signal, habe es gegraben. Vielleicht kennen es einige von euch. Plötzlich Signal weg. Und ich denke mir, irgendwie komisch. Nichts mehr wiedergefunden. Und ich schaue mir meine Schuhe an. Da klebt der halbe Acker praktisch dran. Und ich gucke dir nochmal die Schaufel an, denke ich mir. Und was klebt da? Da klebt, und zwar richtig feste, die Münze mit dem guten Signal. So um die 80 waren es, meine ich. Ja, also, wenn das Signal verschwunden ist, auch mal die Schaufel angucken. Ja, bis zum nächsten Fund. Ja, ich wollte eigentlich schon auf das andere Feld rüber gehen, aber dann kam jetzt hier doch noch ein Fund. Es ist auf jeden Fall rund und sieht sogar silbern aus. Das wäre natürlich ein Knaller, wenn wir hier noch eine Silbermünze finden. Oh, das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Ja, Freunde, ich glaube, das ist die erste Silbermünze hier auf dem... Oh ja, auf dem Acker 20 Pfennig. Ja, sehr cool. Das ist doch mal ein schöner Fund. Ich will jetzt gar nicht so viel rumreiben. 1875. Ja, schau an. Ich zeig's euch nochmal, wenn es richtig gereinigt ist. Ich, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht drauf rumreiben. Aber toll. Wunderbar. Wir sehen uns beim nächsten Fund. Ja, nach dem tollen Silberfund geht es auch schon direkt weiter. Da haben wir wieder eine Münze, schätze ich mal. Sehr. Ja. Das sieht mir nach 10 Pfennig Kaiserreich aus. Das passt ja zu den 20 Silberpfennig von gerade. Die finde ich auch immer sehr schön, aber die 10 Pfennig, die sind eher seltener, finde ich. Aber auch noch sehr schön. In Anführungsstrichen erhalten. Man kann auf jeden Fall noch alles lesen. Ich zeige es euch aber nochmal, wenn es sauber ist. Bis zum nächsten Fund. So, wir sind beim nächsten Fund. Da sieht man es. Mal schauen, was es ist. 2 Pfennig. Kaiserreich. Sehr schön erhalten. Sieht sehr gut aus. 1800. Auch 75 kann das sein. Zeige ich euch, wenn es sauber ist. Klasse. Bis zum nächsten Fund. Ja, Leute, unglaublich.
3 Meter weiter, nächster Fund. Und das Signal war dermaßen schlecht. Ich glaube aber, weil die Münze hochkant steht, ist es so schlecht reingekommen. Aber ich hoffe, es ist eine Münze, aber zumindest ist es rund. Nein, es ist keine Münze. Es ist tatsächlich ein Heiligenanhänger, vermute ich. Und der sieht auch noch gut erhalten aus. Ja, Wahnsinn. Schöner Fund. Zeige ich euch, wie es sauber ist. Bis zum nächsten Fund. Ja, wir kommen beim nächsten Fund. Ich bin mal wieder zu der Stelle zurückgegangen, wo wir letzte Woche waren. Ich dachte, komm, das kann nicht alles gewesen sein. Und es sieht danach aus, dass es wieder mit den 10 Pfennig Zinkern aus dem Bereich weitergeht. Ja, das sieht mir schwer danach aus. Ja, ich werde es reinigen und euch zeigen. Aber das dürfte ziemlich sicher 10 Pfennig sein. Alles klar, bis zum nächsten Fund. So, nächster Fund. Kam direkt mit der ersten Schaufel raus praktisch. Sieht aus wie eine kleinere Münze. Ja. Ist auf jeden Fall wieder total blank. Sehr dünn allerdings. Also ist wirklich hauchdünn. Ich gucke mal, ob ich noch was retten kann. Und zeige ich euch auf jeden Fall, was es ist. Falls man noch was erkennen kann. Zum nächsten Fund. So, nächster Fund. Nicht weit weg von dem Fund gerade. Mal schauen. Ja, das sieht auch wieder nach einem Zinker aus. Ne? Da ist. Ja, das sieht wieder nach 10 Pfennig aus. Drittes Reich. Schlechter halten wir immer. Aber Münze ist Münze. Bis zum nächsten Fund. So, nächster Fund. Es schimmert golden, aber ich glaube, das werden Eurocent sein. Das sieht schwer danach aus. So ist es, 20 Cent. Naja, wie gesagt, Münze ist Münze. Bis zum nächsten Fund. So, nächster Fund. Ziemlich nah an der Oberfläche, wie man vermutlich sehen kann. Einfach nur ein bisschen mit dem Pinpointer zur Seite gekratzt. Das sieht gut aus. Das werden auch kein Zinker sein. Das wird wahrscheinlich perserreich sein. Ja. Ich will nicht allzu viel reiben, aber es könnte gut sein, dass es perserreich ist. Ich zeig's euch, wenn es sauber ist. Wahnsinn. Bis zum nächsten Fund. So, Freunde, das war's für heute. Ich glaube, heute haben wir mal wieder ganz gut was gefunden. Ich reinige die Sachen, zeige es euch natürlich. Und ich werde euch mal einblenden, was man neben den Münzen noch so findet, abgesehen jetzt von den gereinigten Sachen, die ich euch noch mal einblenden werde. Aber auch, was für ein Müll eigentlich dabei rumkommt. Ich zeige euch dabei jetzt mal ein Bild. Vielen Dank. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen und wir sehen uns am nächsten Sonntag. Ciao.